So, hallo Freunde. Und wir sind wieder zurück. Wie versprochen, war ich ein bisschen offscreen unterwegs und habe ein bisschen Geld gesammelt und habe uns besser ausgerüstet. Wie man sieht, habe ich hier jede Menge Stärkegürtel gekauft. Teilweise für eine Person sogar zwei Stück. Da einer sage und schreibe 6 Verteidigung und 5 Stärke bringt jeweils. Ich war auch noch in, na wie heißt's, im Couscous und habe auch die Waffen fast komplett auf höchste Stufe, was man momentan schmieden kann, hochgeschmiedet und hoffe, dass wir jetzt ziemlich gut gerüstet und auch bereit sind gegen Neglord, da wir jetzt das Star Dragon Schwert haben, gehe ich mal davon aus, dass wir Neglord jetzt tierisch in den Arsch treten werden. So, lala. Start North Window. Nun, jetzt ist es an der Zeit, ein Vampir zu killen. Star Dragon Schwert. Diesmal darfst du nicht versagen. König der Fleischklos. Zuerst gehen wir einmal zu Neglords Aufenthaltsort. Ich weiß, wie man seine Macht einsiegelt. Wir gehen hinein, Bali. Jawohl, auf und davon und noch viel, viel weiter. Dreht mir dieser schwulen Disco-Kugel von einem Vampir doch mal fett in den Arsch. Wo sind wir denn jetzt hier gelandet? Diese Melodie erinnert mich irgendwie ziemlich stark an Final Fantasy 8 Artemisias Schloss. Zwar nicht so ganz, aber nur ein bisschen. Oder was sagt ihr? Täusche ich mich? Wo sind wir denn hier? Ha, lasst mich raten. Wir müssen diese Statue an diesen einzig leeren Fleck in diesem Raum stellen. Ey, wirst du wohl? Na, schieb mit aller Kraft. Wer hätt's gedacht? Da. Ein riesen Schlüssel hatte da der Herr Vampir. Jetzt muss ich nur mal gucken, hab ich eigentlich... Ja, ich schaue mal, ob ich zwischendurch auch kurz übernachten war und meine Runen wieder aufgefüllt habe. Sonst wäre der ganze Weg jetzt wieder umsonst. Zack. Das ist so einfach. Wenn wir jetzt alle anzünden, was passiert dann? Wie aus Geisterhand zündet ihr alle an. Wie aus Geisterhand. Boah, wo müssen wir denn hier hin, ey? Wow! Die schlechte Aussicht hier, ha? Und was mich wundert, uns ist hier irgendwie noch kein einziges Monster entgegengekommen. Kettenbost. Halskette. Gucken wir mal, Gegenstände. Kettenbost, Verteidigung 16, Halskette. Wer könnte die anziehen, die Kettenbost? Freddy? Freddy könnte die anziehen. Victor hat eine dran, Bali hat eine dran. Eili wird sowas nicht tragen. Kant können wir nicht umrüsten. Dann würde ich sagen, verpassen wir die Freddy. Diese Halskette. Na egal, gehen wir mal weiter. Wird schon schief gehen. Und diese Aussicht ist irgendwie schön. Ach, da sind wir ja. Da ist er ja, der kleine Vampi. Und irgendwie hat er keine Füße. Ja, spiel du dein Lied. Spiel dein Lied des Todes, mein Freund.
Ich habe auf euch gewartet, Victor Star Dragon Schwert. Und, ist das der Male, Junge? Ich bin so froh, dass ihr alle gekommen seid. Zwischen dem Star Dragon Schwert und den Geheimnissen der Vampirjagd. Die Male-Familie hatte, ist deine Zeit gekommen, Vampir. So ist es, bereite dich vor zu sterben. Wartet, habt es doch nicht so eilig. Natürlich verstehe ich eure Gefühle. Aber ich habe auch meine eigenen Ideen. Darum habe ich euch hergerufen. Ich möchte euch jemanden vorstellen. Wer ist das? Na, was meint ihr? Kommen alte Erinnerungen zurück? Ihr Name ist Daisy, nicht wahr? Du Bastard! Nun, gibst du auf? Gib mir einfach das Star Dragon Schwert und ich lasse das Mädchen frei, okay? Victor! Daisy! Gib ihm das Schwert? Nein, gib ihm nicht das Schwert! Victor, wenn wir die Rune der Nacht verlieren, werden wir Naglord die besiegen können. Hahaha! Victor, Hilfe! Was ist denn los mit dir? Gib mir sofort das Schwert! Star Dragon Schwert. Mach, was du willst. Seit damals sind viele Jahre vergangen. Es ist so lange her, dass ich mich kaum an ihr Gesicht erinnern kann. Okay, hör mir gut zu, Blutsauger. Ich weiß, dass das, wenn eine Person stirbt, sie für immer gegangen ist. Victor ist nicht töricht genug, durch dein kleines inszeniertes Drama getäuscht zu werden. Oh, Bams, schlägt dir einfach den Kopf ab. Alter Schwede. Los geht's, Kumpel. Pass auf, wie du mich nennst. Los doch, Bali. Wir müssen ihn vernichten. Oh yeah, sei vorsichtig, wie du mich nennst. Yeah, auf ihr Gebrüll. Schlag mit diesem Scheißvampir den Kopf ab. Du. Egal, wir haben größere Dinge, um die wir uns Sorgen machen müssen. Also, es tut mir leid. Warte. Lebe wohl. Wir treffen uns wieder. Haut der haut hier nicht einfach ab, oder? Ach, Krüppchen. Zensiert, Weep. Er kommt zurück, Victor. Wo ist der hin, Alter? Was zur Hölle ist das bitte? Okay. Bin ich froh, dass ich mich ausgerüstet habe noch, ey? Okay. Na, gucken wir mal, ob unsere Ausrüstung auch was gebracht hat. Gegen wen kämpfen wir eigentlich? Gegen den Abscheulichen. Oh mein Gott. Na, ich glaube, wir gehen mal auf Magieabwehr. Ich trau diesen ganzen Scheiß nicht. Ich glaube, ich gehe gleich mit allem, was ich hier zur Verfügung habe, drauf. Keine Ahnung, was das Teil hier drauf hat. Ich konnte mich da irgendwie nicht entsinnen. Na dann, hoffen wir mal, dass wir hier nicht ordentlich abfällen, ey. Darauf war ich jetzt nicht gefasst, ey. Ich weiß zwar, dass es ab hier langsam anfängt, schwer zu werden.
Jawohl, Rams. Haha, was ein Damage, Herr Kollege. What the? Boah, du Drecksau, ey. Du fünfköpfiges, hässliches, zahlloses Drecksteil. Du wagst es wirklich? Naja, geht. Wow! Ich glaube, die haben es ins Gehirn geschissen, Alter, ey. Ich glaube, da haben wir ein bisschen dran zu kauen jetzt an dem Teil. Ja, Vulkan. Zeig ihm, was eine Haare ist. Los, drauf, 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 drauf! Alter! Hat das ein Damage gezogen, ey. Alter Falter, ey. Das hat sie mal ganz heilen. Victor. Rune. Wir lassen Victor mal mit dem Star Dragon-Schwert drauf gehen. Mal schauen, was passiert. Ich gehe mal mit dem Wärmesegen drüber. Ich traue dem Teil nicht. Wasser. Heil einen Verbündeten. Ja, das heben wir uns noch mal auf und gehen einfach mit dem Flammenpfeil drauf. Puh, da bin ich gespannt. Ja, so ist er brav. Okay, hätte ich mir die Heilung jetzt für die zwar sparen können, aber sicher ist sicher. Ja, langsam werden die Kämpfe hier richtig episch. Jawohl, heil dich, mein Freund. Freddy G. Ab, Roms. Schocker. Ja. Und wieder drauf. What the? What the hell? Ey, Alter, macht der ein Damage, ey. Das gibt's ja wohl nicht, oder? Ja, der Khan, der macht mit seinem. Oh Mann, ey. Okay, Freddy auf die Nase, Victor's Rune. Ich glaube, da war sein normaler Angriff höher. Bali geht nochmal mit seinem glänzenden Licht drauf. Nanami. Machen wir mal die Komplettheilung. Khan. Dasselbe. Rune. Eili. Geht nochmal ein Donnerläufer drüber. Jawohl, so ist sie drauf. Haha, was sagst du jetzt, du abscheuliches Viech? Alter, wie viel HP hat der? Ja, wieder auf Freddy, ja? Ist ja klar. Aber lieber diese Einzel-Damage als diese ganzen Gruppen-Skills, ey. Ja, wie es? Hallo, ich bin dran. Ich bin dran, Kollege. Jetzt liegt Freddy schon wieder halb am Boden. Jawoll, Victor, immer schön. Jawoll. Und Khan hinterher. Boah, das Teil lebt immer noch. Alter Schwede! Ich glaube nicht, dass der einschläft. Angriff, Victors Rune. Probieren wir mal aus. Bali, 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 Bali. Sprich mal ein Wärmesegen, weil so viel Schaden haben wir eigentlich nicht erlitten. Magieabwehr. Ach, lass mal. Gehen wir mit der Feuerwand drauf. Khan.
wie üblich, Eili, wie üblich, und auf geht's. Ja, Leute, ich weiß, ich bin ein bisschen still gerade, aber ich versuche mich hier ein bisschen zu konzentrieren. Wow, Feuer macht auch guten Schaden, muss ich feststellen. Oh komm, jetzt stirb mir endlich, ey. Du gehst mir voll auf den Keks und du bist so hässlich, Alter. Hat das schon mal einer gesagt? Hast du schon mal in den Spiegel geschaut, wie hässlich du bist, ey? Ab jetzt, mach dieses Teil weg, ey. Ach, hallo. Es reicht wieder, Kollege. Es reicht wieder. Jawohl, Freddy. Und Khan. Also langsam müsst ihr doch mal down sein. Das gibt's ja wohl nicht, oder? Boah. Als Angriff, Victors Rune. Nee, Victor Angriff. So. Jetzt spreche ich mir meinen Kampfweit aus und ich hoffe, dass hier einige in Raserei verfallen. Weil dann wird der Schaden noch ein bisschen erhöht. So. Bitte verfallt in Raserei. Raserei, Raserei, Raserei. Wenn es nur ein oder zwei Leute sind. Oh yeah. Das ist geil jetzt. Kollege, jetzt. Jetzt wirst du sterben, mein Freund. Das schwöre ich dir. Fünf in Raserei. Das gibt ein Gemetzel jetzt, das sage ich dir. Raserei gilt übrigens. Ha! Aha! 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 Mann, ich wollte mal meine Raserei testen hier. Oh, blödes Teil, ey. Aber wow! 10.000 Botsch! Das Viech ist Geschichte. Scheiße, er ist verschwunden. Scheiße, Scheiße, Scheiße. Es ist dieser Arsch entkommen, das gibt's ja wohl nicht, ey.